Wo ist Knuspertoast schon wieder? Finde ich sehr, sehr spannend. Marco hatte mir schon geschrieben, ja, hier, ist es sinnvoll, was zu Knuspertoast zu machen? Ich habe gesagt, safe. Jetzt nach der Zeit, wo er ja definitiv versprochen hat, alle 2 Monate mindestens ein Video zu bringen. Oder pro Monat 2 Videos zu bringen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und so weiter und so fort. Jetzt kannst du safe was machen. Ich meine, es ist jetzt schon wieder mehr als, oder es ist schon wieder knapp ein halbes Jahr vergangen. Also es ist schon wieder so krank, dass es schon wieder ein halbes Jahr vergangen ist. Seit der Aktion, da merkt man erst, wie schnell die Zeit vergeht. Und er hat immer noch kein Video gemacht. Immer noch gar nichts gemacht. So, und deswegen sehr, sehr lost an der Stelle. Und ich bin sehr gespannt, was Baku dazu sagt. Und Alpha Kevin vor 5 Monaten ihre Videos über Knuspertoast veröffentlicht haben, war ich echt überrascht, als Knuspi plötzlich aus den unglaublichen Tiefen des Universums hervorgekrochen kam. Er hat ein 18-Minuten-Brett als Antwort abgeliefert und ich ein muss Video sagen, Mal, okay. Auch wenn ich es inhaltlich hier und da etwas schwammig fand, war das Video echt unterhaltsam und mega geil geschnitten. Das Video war seine Antwort auf die heftigen Vorwürfe, die gegen ihn im Raum standen, denn ihm wurde vorgeworfen, dass er seine Zuschauer abzockt, indem er auf Patreon um Spenden gebettelt hat. Seine Gegenleistung für die Spenden, die er dort bekommen sollte, war waren halt neue Videos, denn er meinte, dass die Zukunft seines Kanals davon abhängt und der unbedingt... Digga, wie viele Leute, ne, gespendet haben, dass er wieder anfängt mit Videos. Also über ein Jahr durchgängig gespendet haben. Und er hat seitdem ein Video rausgehauen. Und das war dieses Video gegen mich und gegen KuchenTV. Und nichts weiter. Und trotzdem haben Leute immer noch ihn weiter verteidigt und gesagt, ja, guck, jetzt wird er doch aktiv, der bessert sich, seht ihr, es ist doch alles gut. So, ja, wieder für umsonst kritisiert, ihr hetzt bloß und bla bla bla. Irgend so eine Scheiße. Und wenn man sich das Ganze aber mal wirklich genau betrachtet, hatten wir halt recht. Ja, der hat schon wieder sich nicht an seine Worte gehalten. Ich finde es einfach schwach, wie oft der Sachen verspricht und sich nie dran hält. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Und wer das immer noch gut redet oder so, ja, tut's mir leid. Oh, selbst wenn der private Probleme hat, das ist ja schön und gut, aber der gibt ja auch kein Update. Ja, er macht doch keinen Community-Beitrag dazu. Wenigstens mal irgendwo ein Update. Dingt Unterstützung seiner Zuschauer braucht. Und naja, es kamen halt gar keine Videos. Dass das scheiße war, hat Knuspi dann irgendwann auch selber gemerkt und auf seinem Patreon-Kanal eine Aktion gestartet, bei dem er jedem, der es wollte, sein Geld zurückgegeben hat. Nun war es jedoch aufgrund von fehlender Transparenz nicht jedem klar und so wurden die kritischen Stimmen und Gerüchte über ihn immer lauter. Es gab dabei viele Fehlinformationen und Verunsicherungen von allen Seiten, die durch den Beef, der dabei entstanden ist, mehr oder weniger geklärt werden konnten. Nur mal so nebenbei für all diejenigen, die sagen, der Beef war ja so unnötig. Und es ist ja auch irgendwo klar, dass bei so einer Thematik Kritik aufkommt. Denn eines muss man Knuspertoast wirklich lassen. Trotz seiner Inaktivität hat er eine Community, die ihn wirklich absolut krank supportet. Yep. Dass die sich irgendwann im Stich gelassen fühlen, liegt dabei doch auf der Hand. Von so einer Community wie Knuspi... Das Problem ist, die fühlen sich teilweise immer noch nicht im Stich gelassen. Die sagen, es ist eine Herzensaktion, dass wir denen da Geld spenden. Über Monate, über ein Jahr hinweg, ohne dass ein Video kommt. Lost. Sorry, aber lost. Und viele Leute haben ihm gespendet, damit er neue Videos macht, damit er halt sich eine Wohnung finanzieren kann. Und er macht halt trotzdem nichts. Das heißt, die Leute haben gespendet, damit der einfach sich irgendwas leisten kann und nichts den Zuschauern zurückgibt. Wie es hat, träumen andere YouTuber nachts, denn wenn man mal einen Blick auf Social Blade wirft, sieht man, dass er bis vor einiger Zeit nahezu jeden Monat 1 Million Klicks gezogen hat, was absolut krank ist, wenn man bedenkt, dass einfach gar keine Videos kamen. Und wenn man mal einen näheren Blick auf seinen Kanal wirft, stellt man fest, dass viele seiner Videos auch schon mehrere Millionen Klicks haben, was auch ein extrem guter Indikator ist. Hier 1,9 Millionen, 1,2 Millionen, fast 1 Million, 1 Million, 1 Million, 1 Million, das ist schon geisteskrank, 1,2 Millionen. Ich habe mir die Videos aber auch schon mehrfach angeguckt. Ne? Dafür ist, dass sich die Zuschauer die Videos mehrmals reinziehen, einfach weil diese kurz, stumpf und unterhalten sind. Und was soll ich sagen, ich schaue selber gerne rein, weil ich einfach die Videos unterhaltsam und humorvoll finde und es trifft halt irgendwo auch meinen Geschmack, muss ich zugeben. Aber jetzt werden sich sicher Leute fragen, was ist das für ein komisches Toastbrot, über den hier geredet wird? Ich kenne den gar nicht. Knuspertoast ist ein YouTuber, der auf seinem Kanal ziemlich in random Stuff hochlädt. Worum es auf dem Kanal so wirklich geht, wird er vermutlich selber nicht ganz einordnen können. Irgendwas mit Unterhaltung halt. Das, was Knuspertoast auszeichnet, ist einfach sein kranker Humor, der ein bisschen auf asozial, weirden Kram setzt und damit den Nerv vieler Zuschauer trifft. Okay, zugegeben, der Humor ist ein bisschen speziell und gefällt nicht jedem, aber ich muss sagen, dass ich zumindest immer sehr unterhalten wurde auf dem Kanal. Gerade die Einspieler wie diese hier sucht man auf YouTube meiner Meinung nach vergeblich. Der auch Angst vor diesem komischen Typen, der im Bus immer ganz hinten sitzt und mit seinen Handylautsprechern auf Arabisch telefoniert. Sieg oder Shisha, Baby. Shisha. Und dann sitzt du nur so da und hast Angst. Ja, Mann, mit seiner Familie telefoniert, Mann. Jetzt werden sich sicherlich viele Leute fragen, ey, Baku, was willst du uns denn mit diesem Video hier nun endlich sagen? Komm ja nicht auf den Punkt, Junge. Okay, beruhigt euch.
Bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ey, lass Knuspi in Ruhe, du Opfer, Amnakoyum. Hört mir erstmal bis zum Ende zu. Im Antwortvideo zu Kuchen hat Knuspertoast eine Passage drin, die nicht nur mich, sondern auch viele seiner Zuschauer mittlerweile sehr stark ankotzt. Der Knusperpack 2020, oh yeah. Und viertens mindestens grob alle 2 Monate ein Video. Warte, was? Das Video kam am 17.10.2020 raus und jetzt haben wir den 14.03.2021? Okay, und ihr könnt euch an dieser Stelle auch jede weitere Suche nach Informationen sparen, denn ich habe mir die Mühe gemacht und auf all seinen Social-Media-Kanälen nach irgendwelchen Neuigkeiten geschaut, aber da ist einfach nichts. Und an der Stelle muss ich leider feststellen, traurig, ja. Denn das Knuspertoast in meinen Augen einfach ein fauler Sack ist und im Grunde auf seine Zuschauer scheißt. Auch wenn ich seine Videos wirklich abgöttisch feiere, muss ich halt einfach mal klare Worte finden. Denn wenn ihm seine Zuschauer etwas bedeuten würden, dann würde er spätestens nach den tausenden Kommentaren zu seinem Versprechen wenigstens ein kleines Statement abgeben. Und mir kann keiner erzählen, dass er all diese Kommentare nicht mitbekommt. Ich meine, selbst die Top-Comments unter seinem Video drehen sich nur um dieses Thema. Nee, also ich muss auch sagen, ich finde das einfach frech. Du versprichst jetzt wirklich mittlerweile zum 5. Mal. Ich weiß nicht, wie oft er was versprochen hat. Der hat das ja so oft versprochen. Der hat gesagt, wenn bis dahin da kein Video kommt, dann gebe ich jedem das Geld zurück, der mir Geld gespendet hat. Dann kam kein Video. Dann hat er gesagt, es wird mal verzögert. Und dann aber. Und dann kam wieder kein Video. Und dann wurde jetzt nochmal ein Pakt gemacht. Da kam wieder kein Video. Wie oft will der noch Dinge versprechen, die er nicht halten wird? Der hält seine Sachen nicht so. Das ist einfach absolut nervig. Ja, wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, auf Knuspertoast kannst du dich auf jeden Fall nicht verlassen. Ja, und mittlerweile mein vollstes Unverständnis dafür. Wirklich, du bist in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Klar, das ist seine Entscheidung, ob der was sagt, aber du kassierst Gelder von jemandem ein oder von Zuschauern ein und die Leute, die finanzieren dir teilweise deinen Lebensunterhalt, aber du gibst nichts zurück. Er schafft es ja nicht mal, einen Community-Post zu erstellen, wo er einfach nur sagt, dass die Leute nicht auf die Videos warten sollen, ja. Da er es aus welchen Gründen auch immer nicht gerade hinbekommt. Und sind wir mal ehrlich, er hat in der Vergangenheit schon viele Ausreden gebracht. Mal war sein Computer kaputt, dann waren es wieder die Nachbarn, dann stimmte irgendwas hinter den Kulissen nicht. Alles Punkte, die dir ja wirklich keiner übel nimmt beim ersten Mal. Im Antwortvideo zu Kuchen hat er ja gesagt, dass jetzt alles soweit wieder passt, bis auf die Tatsache, dass er halt nicht zu Hause aufnehmen kann. Also, warum kommen dann keine Videos mehr, Digga? Stattdessen machen selbst seine eigenen Zuschauer Jokes darüber, wann im nächsten Jahr denn seine Videos kommen. Ja, das Problem ist aber, die Zuschauer, die feiern das ja auch noch. Die feiern das, zu schreiben, ja, wann kommen wieder Videos und dann kommen keine Videos, bla bla oder so, oder nächstes Jahr. Die feiern das, ja, die machen daraus einen kleinen Spaß, feiern das und finden die Aktion trotzdem noch ganz lustig und cool. Ich find's lost, ne, wenn du dafür auch noch Spendengelder verlangt hast. Also, was heißt verlangt? Er hat gesagt, er braucht Geld und wenn es doch nur 1 Euro von jedem ist oder 2 Euro, damit er sich irgendwas leisten kann, ja, eine neue Wohnung leisten kann. Und der Dank dafür ist nichts. Lustig wäre es wirklich zum Heulen aus der Sicht seiner Zuschauer. Und vermutlich heißt dann das nächste Video, wo war Knuspertoast? Geil, Klaus, ja, nice. Wo war Knuspertoast? Das ist echt enttäuschend, muss ich sagen. Es ist doch möglich, in 5 Monaten eine einzige Gelegenheit zu finden zum Aufnehmen. Egal wo. Und daran merkt man halt einfach, dass er schlicht und ergreifend keinen Bock hat. Er ist einfach faul, kommt nicht aus dem Quark und hat dann nicht mal die Eier in der Hose, für Transparenz zu sorgen. Gerade wenn man so oft Versprechen raushaut und diese nicht einhält, verliert man irgendwann das Vertrauen seiner Zuschauer. Und das merkt man auch in seinen aktuellen Social Blade Statistiken. Denn anders als im gesamten Jahr zuvor, macht er nicht mal mehr die Hälfte seiner Aufrufe seit seinem... Ey, krass auf jeden Fall. Warte, Knuspertoast. Wir gucken mal kurz bei Social Blade richtig vorbei. Wir sind hier und geben, wahrscheinlich da oben. Ja, 400.000 Aufrufe. Ich mache mittlerweile mehr Aufrufe als Knuspertoast. Und der hatte sonst wirklich hier immer stabile Aufrufzahlen. Immer 1 Million, ne? Knapp 1 Million, obwohl dieser Kanal inaktiv war die ganze Zeit. Hier hat er mal noch ein paar Videos gemacht und hier hat er... Und noch im August hat er aber auch nur 300.000 Aufrufe gemacht, weil die Leute da auch schon keinen Bock mehr hatten. Dann hat er wieder ein Video gemacht, dann hat das Video wieder viele Aufrufe bekommen, der ganze Kanal hat viel mehr Hype bekommen. Und der ist halt, das ist halt auch lost, ne? Der macht ein Video und zack, hat wieder 3 Millionen Aufrufe. Also der muss mit dem Finger schnipsen und schon läuft das bei dem. Und der nutzt die Chance nicht. Ich kann das nicht, was heißt aktivieren? Ich kann es nicht nachvollziehen.
in dem letzten Video. Sonst hat er im Monat ungefähr 1 Million Klicks gemacht und seit seinem letzten Video sind die Zahlen immer weiter zurückgegangen bis auf 300.000. Man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, dass er trotz Inaktivität so viele Klicks gezogen hat. Ich meine, das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Alleine das zeigt ja schon, wie stark seine Community überhaupt ist. Und ihr dürft nicht vergessen, trotz all dieser Klicks macht er halt immer noch weiter Geld dadurch, also supportet ihn seine Community dadurch indirekt weiter. Wenn ihr Zuschauer von Knuspertoast seid, dann Whisky, schreibt Bruder. Einfach mal jetzt Luca, in die Kommentare, schön, dass du da bist. Wie ihr das findet, dass er sich überhaupt nicht meldet. Irgendwann ist auch die Geduld des letzten treuen Zuschauers verbraucht und egal was du sagst, niemand wird dir mehr vertrauen. Deswegen wär's... Ach, also ja, niemand wird dir mehr vertrauen, das definitiv. Die Leute werden es aber trotzdem schauen. Ja, also der kann von mir aus auch die nächsten 10 Jahre nicht mehr online sein, dann macht er ein Video. Die Leute werden trotzdem wieder einen kleinen Hype drum machen. Zwar dem nicht mehr vertrauen oder einen Running Gag einfach aus seinen Versprechen machen, aber die Leute würden den trotzdem halt feiern. So, ich würde mir das Video auch angucken, weil an sich, ich mag den Schnittstil, ich mag, wie er die Videos aufarbeitet, aber wirklich so dieses, also mir geht das irgendwann auf den Keks, wenn man was verspricht oder irgendeine Ansage macht und ich weiß, darauf ist null Verlass. Ja, darauf ist einfach kein Verlass. Vielleicht reicht ja, wenn der einfach ehrlich ist und sagt, er hat keinen Bock drauf, ist ja gar kein Problem. Oder dem wird das hier zu viel. Ist ja gar kein Problem. Nee, stattdessen wird gesagt, ah, hier, es wird gebohrt bei mir nebenan. Mein Schrank, den ich als kleine Booth ausgebaut habe, das funktioniert nicht. Ich muss im Wald aufnehmen, ich muss auf öffentlichen Toiletten aufnehmen, wo es viel mehr halt als überall anders. Ey, das sind halt auch so, also sorry, aber das sind halt Ausreden. Und dann kommt noch eine und noch eine. Und dann sagt man, okay, dann ist es so. Aber woran liegt es denn jetzt? Jetzt hat er doch wahrscheinlich eine neue Wohnung. Der hat sau viel Spendengelder bekommen dafür. Ja, gar keine Versprechen bringst oder zumindest die Versprechen, die du bringst, dann auch einhältst, auch wenn es nur für einen gewissen Zeitraum ist. Also ich weiß nicht, ob du dieses Video hier überhaupt sehen wirst, Knuspi, aber wenn doch... Er wird das sehen. Ich gehe davon aus, dass er es sehen wird, weil der alle Kritikvideos fast zu sich anschaut. Schon damals fast alle Kritikvideos zu sich angeschaut hat und jetzt macht er das safe auch noch. Dann tu mir und deinen Zuschauern wenigstens den Gefallen und hau eine kurze Info raus. Ich meine, es ist ja nicht so schwer, macht einen scheiß Community-Post. Macht er nicht, genauso wie ich das auch schon 43 Mal in meinen Videos gesagt habe, hat er auch nie gemacht, bis er dann irgendwann mal drauf reagiert hat, nach gefühlten 5 Jahren. Rauszuhauen. Zeig den Leuten, dass sie dir auch was bedeuten. Und auch seine restlichen Versprechen aus seinem Knusperpack finde ich persönlich ein bisschen komisch, denn er sagt unter anderem: Erstens, Merchandise, den ich designt habe und sofort bereit gewesen wäre zu drucken, habe ich abgebrochen und werde ich nicht veröffentlichen. Zweitens, ich muss mindestens 5 Videos gemacht haben und 1 Jahr warten, bis ich wieder irgendwas mit Placement oder Sponsoring hochladen darf. Und auch da, glaube ich, rede ich ein bisschen im Sinne seiner Zuschauer, wenn ich sage, hä, warum? Mach doch, die Leute wollen dich doch supporten und als Gegenleistung einfach etwas bekommen. Beim Merch haben die Leute was zum Anfassen bzw. was zum Anziehen und bei den Placements gibt es zusätzlich auch noch Gründe für weitere Videos. Ich meine, das ist ja irgendwo toll für dich, dass du dich so ein bisschen regulierst und sagst, du möchtest dich jetzt erstmal nur aufs Video produzieren konzentrieren. Ja, aber dann mach doch wenigstens das. Und in meinen Augen gibt es dabei auch grundsätzlich nichts Verwerfliches, mal ein Placement anzunehmen oder Merch rauszubringen. Also wenn dich jemand supporten will, dann bitte, sollen sie es machen. Und ich bin mir sicher, dass viele deiner Zuschauer das machen würden, weil sie dich einfach feiern und... Ich glaube, der wollte das einfach machen, damit er auch selber mit sich dann im Reinen ist. Weil wenn der das jetzt nochmal, sage ich mal, ausnutzt, dann ist der nie wieder oder der macht da gar keine Videos mehr oder macht gar nichts mehr generell. Dann haben die Leute zwar den Merch, aber sehen nichts mehr von diesem Creator. Vielleicht hat der da irgendwann wirklich mal ein schlechtes Gewissen. Also ich kann beide Seiten verstehen, dass man sagt, ja, wir unterstützen dich, ist alles gut. Problem ist aber auch, der wurde jetzt schon seit einem Jahr, nee, seit 2 Jahren jetzt natürlich mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr krass unterstützt. Vielleicht hatte er dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, ja, dass dann die Kritik immer größer wird. Unterstützen möchte. Ja, Baku, aber trotzdem ist das schade. Ne? Und Digga, Knuspi, die Leute wollen keine leeren Floskeln hören. Sie wollen einfach Videos oder zumindest irgendwelche Infos. Mehr nicht. Und ich finde, das haben deine Zuschauer auch mehr als nur verdient. Ansonsten, like das Video, sonst kommt Knuspertoast nie wieder und Simon Desue wird seinen Kanal übernehmen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao. Ja, komm, ja, Baku, ich bin mal so lieb. Ja, ist okay. Ja, ich lasse dir mal ein Like da. Okay, perfekt, ja. Gutes Video. Immer noch schade, dass Knuspertoast noch nichts gemacht hat. Okay.